Also Natur ist schon was Geiles. Jo, ist es. Was haben wir denn da, Herr Müller? German Bratwurst. Ja, ich wäre auch auf ihn gesprungen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, unser letzter Urlaubstag ist angebrochen. Leider. Heute geht's ans Abbauen. Morgen geht's dann nach Hause. Was auch okay ist. Wir freuen uns auch auf zu Hause. Einzige bittere Beigeschmack ist, dass wir am Montag dann wieder arbeiten müssen. Aber so geht's ja fast jeden. Außer Rentnern. Die haben's gut. Hey, Freunde, ich bin voll im Bild, im Lichte sehe ich gerade. Ja, du scheinst, glänzt. Shining Mölli. ja gut, es wird heute zusammengepackt. Ja. Ich habe die ganze Nacht die Heizung laufen lassen draußen, das merkt man auch. Also unterm Teppich ist jetzt ein richtiger See. Aber es ging mir halt darum, dass sich alles aufwärmt, damit wir das vernünftig abbauen können. Nicht, dass da irgendwie der Frost drin ist oder so. Und ja, jetzt tun wir noch schön frühstücken. Steff geht dann spülen, was sie selber gesagt hat. Ja. Ich koche uns gerade noch oder backe uns gerade noch ein paar Rühreier. Ja. Die letzten aus Italien. Hm. Und ja, und dann fangen wir an abzubauen gemütlich. Wir haben nämlich gar keinen Stress. Nö. Weil wir ja erst morgen fahren. Ja. Und wie gesagt, wenn wir fertig sind, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen spazieren gehen oder so, mal kicken. Ja, mal schauen. Mhm. Wie wir Bock haben. Und ich würde euch gerne ein Fauxpas erzählen. Aber du hast noch 12% auf der Batterie. Ich habe nur 12% auf der Batterie. Ja, Leute, was soll ich euch erzählen? Ich mache da auch vielleicht mal ein kleines Video drüber. Uns ist aufgefallen, dass mit unserer Heizung was nicht stimmt. Und nach vielem Recherchieren hin und her im Internet habe ich das Ganze mal überprüft und habe rausgefunden, woran es liegt, dass unsere Heizung spinnt. Und auch wenn wir jetzt schon das dritte Mal im Wintercamping sind, wir sind mit der Heizleistung diesen Winter wirklich nicht zufrieden gewesen. Und da mache ich euch ein extra Video drüber. Ich sage euch nur eins, es ist nicht okay, was da gewesen ist. Aber lasst euch überraschen. Okay, Leute, also wir frühstücken jetzt erstmal. Hier schon alles gedeckt. Wie ihr seht, die Couch, bei der ist auch schon die Luft raus. Die ist auch bereit, nach Hause zu fahren. Eingepackt. Gestern haben wir noch schön gemütlich drauf rumgelümmelt, haben noch Fernsehen geguckt, haben den letzten Abend noch genossen auf der Couch. Der letzte Abend ist ja erst heute Abend. Wir gehen heute Abend auch noch mal schön gemütlich essen hier im Restaurant. Da freuen wir uns schon drauf auf lecker Pizza. Und ja, dann lassen wir den Abend schön ausklingen und dann ja, war es das auch schon mit Wintercamping 2024. Aber wir melden uns auf alle Fälle nachher noch mal und jetzt frühstücken wir erstmal. Dann war es das mit Wintercamping, kannst du gar nicht sagen, so. Weil wenn wir Ostern wegfahren, kann es auch noch Winter sein. Ja. Okay, wenn wir Ostern wegfahren, kann es natürlich auch noch Winter sein und schneien und was weiß ich. Aber wir hoffen mal, dass das Wetter wärmer ist. Genau. Also, wir melden uns. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. So, Freunde, es geht los. Das letzte Pfeifchen im Vorzelt ist geraucht. Ich habe jetzt schon mal das Auto so weit ausgeräumt. Da haben wir so ein paar Kartons drin stehen gehabt und so. Hab das schon mal vorbereitet. Ja, 2000 Liter Zuladung. Da passt eine Menge rein. Das heißt auf Deutsch gesagt, das muss da rein. Wie auch sonst. Ja, guckt euch das nochmal an hier, das Brachiale. Das ist schon echt der Hammer. Das zu verlassen ist natürlich nicht immer das Schönste. Aber wie gesagt, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Und es sind ja jetzt nur gerade 7,5 Wochen. Das heißt, wenn das Video hier rauskommt, da sind wir wahrscheinlich schon fast wieder unterwegs. Und
Ja, die Steffi macht sich jetzt zum Spülen gleich. Und ich fange jetzt so langsam an, so Einzelheiten zusammenzubauen. Und was ich auf jeden Fall machen werde, ist die Gasflasche vom Vorzelt. Die werde ich jetzt in Kurt einbauen und die leere rausmachen. Damit wir heute Nacht noch beruhigt schlafen können. Jo. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Na, euch nehmen wir mit beim Abbau. Bis dann. Test. So, ja, Leute, unser Ziprofen, da steht er, hat uns wirklich sehr gute Dienste geleistet. Super Dienste geleistet. Also, es war es richtig, ihn anzuschaffen, mein Lieb? Ja, es war richtig. Siehst du, habe ich gleich gesagt. Nein, er ist echt mega gewesen. Und wie gesagt, wir haben jetzt in den 2 Wochen 2,5 Kanister Petroleum durchgejagt. Sprich, ein Kanister kostet 70 Euro. Da könnt ihr euch ausrechnen, was das Ganze gekostet hat. Wintercamping ist nicht billig. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Energiekosten, die sind schon etwas höher. Etwas viel mehr höher als wie beim Sommercamping. Aber dafür habt ihr halt was Geiles. Ne? Genauso wie im Sommerurlaub natürlich auch. Aber wie gesagt, im Schneecampen in so einer brachialen Umgebung, besser geht's nicht. Ja, ich habe jetzt hier unsere neue Couch schon weg. Das hat mich wieder einen halben Kasper gekostet, weil diese Dinger wirklich, wenn die einmal aufgeblasen sind, zusammenzukriegen. Deswegen hatte ich auch die alte einfach so ins Regal gelegt. Ihr wisst, was passiert ist. Und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das immer handhaben. Weil das ist ja der Wahnsinn. Entweder muss ich mir da nochmal so einen Sack kaufen oder was weiß ich. Keine Ahnung, aber das war brachial. Ja, hier hat sie gestanden. Hier ist es auch ziemlich trocken geblieben, weil ich hier nochmal diese Baufolie drunter gelegt habe. Das war mir ein Anliegen wegen der Couch, damit die von unten halt nicht so nass wird. Und es hat wirklich akkurat funktioniert. Ja, was machst denn du so? Ich habe gespült, alles weggeräumt, jetzt tue ich das Deko-Zeug aufräumen. Wegräumen. Wegräumen. Jetzt ist mir gerade das Wort entfallen, ja. Und dann, ja. Immer weiter, gell? Immer weiter, ja. Immer weiter. Ich zeige euch mal, ich habe bei uns beim Bett, ihr wisst ja, ich bin ja ein Freund einer neuen Klappe, habe ich schon mal alles rausgeholt. Weil ihr müsst ja alles von oben einräumen und dann sieht das halt dementsprechend wirklich so aus. Ne? Da fliegen die Schlafanzüge, da fliegen die Klamotten halber rum noch. Scheißegal, aber wie gesagt, ich muss hier alles rausholen, damit ich den Bernhard da reinkriege. Aber es ist halt so. Ne? Und wenn wir dann fertig sind mit Zusammenräumen, dann sieht es ja auch wieder ordentlich aus. Ja. Ja, aber wie gesagt, ey, wir haben heute so viel Zeit. Um 18.30 Uhr gehen wir essen. Eventuell machen wir noch mal einen Spaziergang, je nachdem, wie wir vorwärts kommen hier. Und das war's dann. Ja. Wenn ihr euch jetzt wundert, was ich da gemacht habe mit dem Ofen. Ich habe jetzt den Tank ausgeleert und habe das in den Kanister wieder gemacht, wo es herkam. Muss man nicht, weil ich habe jetzt, ihr müsst beim Transport immer das Sieb rausmachen und unten ist so eine Transportsicherung drin. Das drückt ihr einfach rein, damit aus dem Zwischentank nichts auslaufen kann beim Transport. Das habe ich jetzt gemacht. Ja. Und jetzt kommt er raus. So Leute, hier sieht schon relativ aufgeräumt aus.
alles weg. Nur der Mann ist noch da. Nur der Mann ist noch da und der, wie heißt der, Himmel hängt. Der Himmel und, hängt. Und die Lampe. Also die hat uns echt wirklich gute Dienste geleistet. Also die können wir wirklich empfehlen. Unbezahlte Werbung, ja, Freunde. Die haben wir selber gekauft. Die ist wirklich gut. Schade, dass man das eigentlich erwähnen muss, aber es ist heutzutage, glaube ich, so. also die Lampe. Nee, die ist super. Die ist echt super. Die ist wirklich gut, ja. Und vor allen Dingen, was das Coole ist, ist, du kannst sie erweitern. Also ihr könnt da, ich glaube, drei Module oder was können da dranhängen. Ja. Ich weiß nicht, auch, ob noch mehr geht, keine Ahnung. Aber die ist echt mega geil. Ja. Und preislich, also ich glaube 50 oder 53 Euro haben wir für die bezahlt. Für eine. Das ist für eine, also das ist echt okay. Da ist Fernbedienung mit dabei, das Ladekabel oder beziehungsweise halt das Kabel. Kannst du in drei Stufen dimmen, glaube ich, drei oder vier Stufen. Also die ist echt Bombe. Akkurat ist das, ja. Das ist echt gut. Ja, so jetzt muss ich es nur ordentlich wegräumen. Nicht, dass wir dann zwei da liegen. Ja, und ich habe es auch ordentlich aufgemacht, dass du es wieder ordentlich reinpacken kannst. Ja, aber das Ladekabel nicht. Ich mache nur die Lampe rein. Ja. Und das binde ich zusammen. Nur ein Kabelbinder und dann mache ich das in unsere Indoor-Gruschkiste. Also hier sieht es echt ordentlich aus, drinnen im Wohnwagen. Oh Gott, ey. Also. Das ist ein Chaos, ey. Ja, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja schon ein ordentlicher Mensch und es sieht nachher auch wieder tippitoppi aus. Hier draußen steht auch noch einiges rum. Und wirklich auch Bombenwetter, es ziehen ein paar so Schleierwolken auf, aber die stören uns nicht. Hauptsache, es hat keine Minustemperaturen und es regnet nicht, weil da können wir nämlich das Zelt jetzt schön zusammenbauen. Wir sind gespannt, was uns unter dem Teppich erwartet. Wahrscheinlich ein riesengroßer See. Das ist so nass hier, das ist echt krass. Also du konntest wirklich nicht mit Barfuß, also Barfuß wahrscheinlich schon, aber nicht mit Socken hier laufen. Hier oben auf dem Platz, hier auf dem, da, ne? Wenn du da oben rumgehst, da ist hier vorne eine riesengroße Eisplatte. Deswegen hat sich da auch keiner mehr hingestellt. Ah, okay. Also das ist der Wahnsinn, echt. Also das ist echt krass. Und wie gesagt, hier unten, ich weiß nicht, das seht ihr wahrscheinlich gar nicht so, diese Pfützen hier. Also das ist ein einziger See. Also wir sind gespannt. Wir zeigen es euch. So, jetzt geht's ans Zelt bzw. an den Teppich erstmal. Nehmen wir mal erst den Himmel ab. Ach, erst den Himmel. Ja, klar. Ist ja fast ein Teppich. Ne? Ja, du hast gerade eben gesagt, du machst den Teppich. Ja, das habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, willst du mich vielleicht filmen? Ja, mach. Mach. Also, der Himmel top. Ne? Unbezahlte Werbung. Weil selber gekauft. Ne? Weil selber gekauft, um mich das langsam nervt, mich rechtfertigen zu müssen. Echt geil. Also das ist ein Baumwolltuch, haben wir euch schon gesagt. Das saugt das Schwitzwasser auf, wenn es morgen früh taut. Es hat hinten hier, kann man ruhig mal zeigen, hier in dem Bereich, da wo die Fenster sind, da ist halt nichts. Ne? Hm. Und da hat es immer mal runtergetropft. Wir wussten es dann und dann haben wir da, wie gesagt, nichts mehr stehen gehabt und gut ist. Ja. So, und jetzt mache ich das Ding weg. Hm. Ich soll mal sehen, wie das geht. Ja, das war auch echt nicht schwer anzubringen. Also. Nö. Und vor allen Dingen ist ja vorgegeben, wo, wann, wie. Ja, du musst ja nur in die Ösen reintun. Eigentlich. In die Weißen. Ja. Entweder weiß oder schwarz, je nachdem, welches Segel man hat. Also, wie ihr seht, es geht echt total easy. Ja. Und genauso easy geht es auch dran. Ja. So, also ihr habt gesehen, das ging rucki zucki ab. Genauso schnell ging es eigentlich auch dran. Ne? Klar, am Anfang musste man gucken, wie, aber das ist echt eine Sache von ein paar Minuten. Top. Akkurat. Bene. So. Können wir euch nur empfehlen. Ja. Wir legen es jetzt zusammen.
Ja, also sag mal. Ja, du hast das. Nimm doch nur das Ende in die Hand. Ja, also. Ich hab gar nichts. Doch, das ist doch jetzt total schief. Wieso denn? Ist doch normal, dass es schief ist. Ich denke, es ist ein. Hä? Es ist doch trapezförmig. Kannst du nur schief sein? Jetzt leg's doch mal das. Nicht da, lass doch mal da los. Also, Schatz, echt. Sag mal. Ich sag, nimm das Gelb. Ja, hab ich doch. So, nochmal in die Mitte. So, ihr Lieben, wir haben jetzt den Dometic-Teppich mal rausgenommen und schaut es euch mal an. Das bezeichnet man als Plane. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber es war so ein einziger See. Ich meine, man muss dazu sagen, es ist eine Gewebeplane, ne, die eigentlich gar nicht so wasserdicht ist, aber das ist doch Witz. Wie sich das durchgedrückt hat. Ne? Hammer. Das ist krass. Der absolute Hammer. Ja. Also deswegen könnt ihr auch verstehen, warum wir mit Socken hier nicht laufen konnten. Ja. Im Gegensatz zu dem. Ja. Ne, hier. Das ist eine Malerplane. Das ist eine stinknormale Malerplane. Stark, ne? Stand drauf. Stark, ja. Genau. Ja. Und wir haben sie doppelt dreifach gelegt. Die ist total trocken. Kann man mal die Füße weg. Ne? Da ist nichts, guckt euch das an. Krass, oder? Sag mal. Das ist Wahnsinn. Also wie gesagt, wir kriegen ja jetzt unsere Wanne. Ja, also das sind wir echt heilfroh, wenn wir diese Wanne haben, weil die hätten wir hier super gebrauchen können, ohne Witz. Ja, ich weiß nicht, wenn es wahrscheinlich nur Minustemperaturen gehabt hätte, wäre es natürlich auch nicht so getaut. Oder doch wahrscheinlich schon, weil wir hatten ja hier den Ofen an und alles. Ne? Es wäre wahrscheinlich genau das Gleiche gewesen. Aber wie gesagt, beim nächsten Wintercamping haben wir definitiv die Plane dabei, beziehungsweise haben wir die ja dann schon im März. Richtig, beim... Oder die Wanne. Ostercamping. Beim Ostercamping. Ja, ich denke mal, das wird uns nochmal einen Schritt nach vorne bringen. Und was ich auch noch vorhab, das ist das nächste Mal, ihr habt hier an dem Zelt, zum Abdichten rede ich jetzt, ne, habt ihr hier so leichtes Schaumstoff. Da werde ich mir aber nochmal über die ganze Länge, so breit ungefähr und so dick, nochmal einen Schaumstoffzuschnitt nur fürs Wintercamping mitholen. Und unten, das waren unsere Ecken hier, wo wir die Probleme gehabt haben, wo ein bisschen Luft reingekommen ist, was wir abgedichtet haben mit Schnee und so. Wenn ihr hättet Nägel vernünftig in den Boden gekriegt, ne, dann kannst du das ja ein bisschen verspannen, das geht ja. Aber das ging halt hier nicht. Nein. Und wir sind jetzt schon gespannt. Hier, guck, hier ist der erste. Also ich habe schon versucht, ihn rauszukriegen. Keine Chance. Müssen wir echt ein bisschen heißes Wasser drüber kippen. Müssen wir heißes Wasser drüber kippen, ja. Wahrscheinlich. Ja. Und gucken, dass das funktioniert. Und schauen wir mal. Wir sind gespannt. So, machen wir die Plane raus, Puppe. Ja. Hier seht ihr auch nochmal, wie das Wasser steht. Ich glaube, das kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Ich weiß es jetzt gar nicht. Naja, doch, man sieht's. Das ist der Hammer. Ein See unterm Wohnwagen. Hier kocht gerade das Wasser, um die Heringe rauszukriegen, weil... wo ist er denn? Ach, da. Ja. Weil die sind... Da bewegt sich nichts. Ich bin gespannt. Ob es mit heißem Wasser funktioniert, wir wissen es nicht, aber es ist eine andere Lösung haben wir leider nicht. Mal gucken, ob es schon kocht. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Hier der Nagel ist auch schon total schief. Weil der Boden, der war so gefroren, da hast du nichts reingekriegt. Hammer. Wahnsinn. Ach, das ist... Oh. Vergessen. Keine Chance.
alle Stricke reißen, kann ich mir noch Flex holen vorne. Das ist keine Chance. Ja, hey, es hat funktioniert. Cool. Na Schatz, was meinst du? Hatte ich eine gute Idee. Du bist die Beste! Kannst du die festhalten bitte? Aber hörst du, wie das gleich fluppt? Ja. Okay, hörst du, wie die auch runterfallen gleich? Ja, die ist mir aus der Hand gefluppt. Das ist eine Eisschicht, ey. Brauchst du vielleicht einen Hammer, ne? Gib mir mal so ein Ding. Krass, ey. Das ist ein Lokoboss. Das Kabel nicht bist. Ja. Es ist immer gut, einen Wasserkocher dabei zu haben. Und eine VTO-Mann. Bezahlte Werbung. Scherz. Ist echt ein Scherz, Leute. Eis. Ich habe Eis gefunden. Ah, oh, leck mich aber. So. Yes. Yes. So, Resümé. Ich liebe meine Frau noch mehr, weil sie so gute Ideen hat. Und jetzt lassen wir das Zelt ab, ja, und versuchen das hier auch. Vielleicht kehren wir das Wasser noch ein bisschen weg. Hä? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ja, dann war es das. Mit dem Zelt. So Leute, und was hier von dem Zelt, das wollte ich euch auch schon mal zeigen. Ich hab's, weiß es nicht, ob ich schon mal. Das Vorteil von dem Dometic hier, von dem Ace Air Pro 400S, ist, dass ihr das Höhen verstellen könnt. Ne? Das könnt ihr auch an Wohnmobil machen, was ja in der Regel etwas höher ist. Und ihr könnt hier diesen Reißverschluss aufmachen und dann kommt das nochmal locker 15 cm nach unten. Ist aber auch, wenn ihr mit dem Wohnwagen unterwegs seid und es steht vielleicht uneben, irgendwie so ein bisschen am Hang, kann ich das Ganze, was ich hier auch gemacht habe, mit dem Reißverschluss variieren. Und das ist so easy zu machen. Einfach den Reißverschluss auf und dann hier wieder mit Klettverschluss zu. Und der Käse ist gelutscht. Geht natürlich auf der anderen Seite auch. Super. Soll die ja klar sein. Ja, super. Tschüss. Das war's. Und Freunde, was ganz wichtig ist bei so einem Zelt, Luftzelt generell, aber auch normalen Zelten, darauf achten, wenn ihr das zusammenbaut, dass das hier dürft nicht gefroren sein, wenn ihr es zusammenbaut. Die Fenster. Die Fenster, sonst macht es Knack.
und ihr habt mal ein Fenster gehabt. Ne? Also deswegen habe ich auch heute Nacht die Heizung komplett durchlaufen lassen, damit hier drinnen eine vernünftige Wärme ist und auch die Schläuche und so. Geht von aus, dass das viel besser ist, wenn die warm sind. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Habe ich euch erklärt und Erklärbär. Na, so, jetzt legen wir das Ding zusammen. Wie immer halt. Zelt ist weg, eingepackt, hat gut geklappt, passt soweit. Ist halt ein bisschen anstrengend, aber es ging ganz gut. Jetzt muss nur noch ins Auto. Unser Wagen am See, der steht blöd rum, im Wasser, dumm. Leute, das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das an. Da ist kein Schnee, kein Eis, gar nichts mehr drunter. Aber Wasser. Was wahrscheinlich nicht abläuft, weil der Boden so gefroren ist. Ja, das Liebchen kehrt den Teppich ab. Also wir haben jetzt schon ganz schön viel zusammenzubauen gehabt, oder? Es dauert schon seit Zeit jetzt hier so, ne? Ja. Länger wie sonst, oder? Ja, wieso? Mehr haben wir doch auch nicht. Ich weiß nicht, mir kommt es länger vor. Aber egal. Ja, Auto ist soweit gepackt. Da steht noch Müll, das kommt alles noch weg. Hier ist alles soweit drin. Da kommt noch die Decke drüber, damit keiner sieht, was drin ist. Die VDO-Mann, die wiegt ja auch 18 Kilo, die tue ich vorne reinmachen wegen der Stützlast, um das Gewicht von der Gasflasche ein bisschen auszugleichen, weil die ja fast leer sind beide. Und ja, Lord Helmchen steht hier noch rum. Der ist auch schon halber eingefroren hier. Naja, gut, es geht. Also einfacher als wie. Aber er ging. Ja, er ging. Hingestellt. Ja. 5 Minuten gewartet. Ging. Oh, Leute. Ich bin jetzt aber auch froh, wenn wir fertig sind. Ich bin echt am Überlegen, Frau, ob wir uns vielleicht ein Glühweinchen dann noch machen. Ja. Können wir machen, sagt sie. Das Frauchen ist ein bisschen kaputt. Mhm. Ne? Mhm. Lustlos. Böse. Nicht, böse auf mich. Ja, nein, böse nicht, aber ey, wenn bei dem was nicht klappt, Leute, dann ist er nicht der liebe, nette, süße Mölli, sondern das wachsen. Der herzallerliebste, ja. Total in sich gekehrte. Da wachsen schon mal so ein paar Hähnchen. Ja, Leute, aber das ist doch normal, oder? Also man kann doch nicht die Ruhe behalten, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich habe vorhin versucht, die Couch da in die Verpackung reinzukriegen. Da ist die Couch dann erst mal 20 Meter, nee, nicht die Couch, die Verpackung ist dann erst mal 20 Meter über den Campingplatz geflogen. Und was soll ich sagen? Sie kann 20 Meter fliegen. Also die das, ja, es ist halt so, aber es tut mir ja auch immer leid. Aber ich kack sie ja gar nicht an. Ich kack ja mich dann an. Aber ihr wisst aber ja, wie es ist. Ich glaube nicht, dass wir heute noch spazieren gehen, oder? Nee, oder? Soll ich die Stühle noch mal rausholen? Das ist ja schnell gemacht. Die Stühle? Ja. Oder? Die sind ganz unten drin. Wir können nach drinnen und gemütlich Fernsehen gucken und so. Nein. Nee, lass sie drin, oder? Werden wir sehen. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erstmal. Aber jetzt sind wir fast fertig, also. Fast. Ja. Das
Ich glaube, das kommt dann immer länger vor, als es ist. Ich glaube, so viel länger. Weil man halt alles so ein bisschen auftauen mussten. Es ging halt nicht so rucki-zucki. Und dann ist halt alles auch so nass und dreckig. Also ich hätte gedacht, dass hier unten unser Gitter, was da liegt, jetzt als letztes, dass wir das echt aus dem Eis kratzen müssen. Nee, aber da ist kein Eis mehr, ehrlich. Nee. Ey. Also das ist echt nur noch Schotter. Ja. Und wie gesagt, ich denke halt, dass das Wasser nicht abläuft, weil der Boden gefroren ist. Aber wir sehen es gleich, wenn wir es wegmachen. Jo. Aber jetzt legen wir erstmal den alten Teppich noch zusammen. Jo. Und wenn wir dann hier draußen soweit alles weg haben, dann muss ich unter meinem Bett alles fertig einräumen. Oder hast du schon was gemacht? Nö, habe ich noch gar nicht gemacht. Also müssen wir innen dann noch dran. So Leute, jetzt kann ich euch mal den See zeigen, der sich unter unserem Wohnwagen gebildet hat. Hier ist nichts mehr. Kein Eis. Also wo der Teppich lag, ist alles weg. Unterm Wohnwagen ist noch ziemlich Eis. Aber wo ist der Teppich lag und wo die Zipro gelaufen ist, ist alles weg. Ja, der andere Teppich, der liegt hier noch so ein bisschen zum Austrocknen. Das müssen wir zu Hause dann wahrscheinlich alles noch mal raustun und wenn die Sonne scheint oder so irgendwie, keine Ahnung, trocken kriegen oder so. Nicht, dass es anfängt zu schimmeln oder ähnliches. Modern. Modern. Zu modern, ja. Und das Zelt wollen wir auch mal aufbauen. Vielleicht schaffen wir das vor dem Arterhof. Ne? Müssen wir unbedingt mal. Lass mal das mal sauber machen. Müssen wir unbedingt mal machen. Das hatten wir jetzt am Lago eigentlich schon vorgehabt. Und weil da echt auch so ein bisschen Erde trägt dran, das ist so schlammmäßig. Ne? Ja. Gucken wir mal. Kriegen wir es ja alle so irgendwie hin. Ja, die ganze Chose. Sieht doch schon ganz ordentlich aus jetzt hier. Passt doch. Nur noch innen alles ein bisschen ordentlich machen und dann Glühwein aufsetzen und genießen. Es reicht für heute. Ja, wir machen heute jetzt auch nichts mehr. Das wir haben es genossen. Wir haben wirklich 14 schöne Tage, wunderschöne Tage gehabt. Mit herrlichstem Wetter. Ja. Mit wunderbaren Freunden, die uns besucht haben, die mit uns zusammen hier waren. Was soll einen glücklicher machen? Ja. Ne? Follower, die uns followed sind, die hatten aber gefragt. Ne? Susanne und der Uwe. Die uns abgefüllt haben. Ja, uns abgefüllt, ja. Nein, das war klasse. Es hat mir echt richtig Spaß gemacht mit euch. War echt top. Nee, aber wie gesagt, die hatten uns angeschrieben, hatten gefragt, wann und wann. Und dann ist das auch alles cool. Ja. Oder wenn man sich halt zufällig trifft, einfach vorbeikommen, viel Alkohol und Würste mitbringen und alles ist gut. Genau. Nee, war top, ehrlich. Ey. Ja. Ja, hier ist noch Bambule. Die ganzen Langläufer hier an der Piste. Es ist echt so schön hier. Top, können wir empfehlen. Also. Wir melden uns nachher nochmal, wenn wir Glühwein trinken. Bis dann. So Leute, fertig. Alles aufgeräumt soweit. Was da steht, ist noch Müll. Also bis auf meinen Mann, der natürlich nicht. Fräulein! Aber sonst ist alles soweit. Wieder weg. In Ordnung, muss morgen nur noch ein bisschen. Lord Helmchen muss noch weg und die Kabel und sonst haben wir es eigentlich. Hier drin sieht es auch wieder okay aus, einigermaßen. Das ganze Chaos ist beseitigt. Hier auch, man kann sich wieder setzen. Und der Glühwein noch nicht. Also ich habe noch nicht angemacht, aber... Wir haben weißen Glühwein, aber das ist ja auch in Ordnung, ne? Okay. Oder? Ist okay? Ja.